Gut, dass ich dir das habe. Sieh an! Endlich jemand, der meines akribisch geplanten Spielplatzes würdig ist. Schön, endlich wieder etwas Spaß in meinem kleinen Verlies zu haben. Nichts geht über eine schöne Herausforderung. Ah, eine verwandte Seele. Was den Vertrag angeht. Ich bin ein Poltergeist, der sein Wort hält. Sagen Sie mal, was genau besagt diese Vereinbarung eigentlich? Puh, aufgepasst. Wenn Sie dafür sorgen, dass ich einen Tag im Monat richtig Spaß habe, dürfen Sie den Rest der Zeit nahezu ungestört hier arbeiten. Und wer soll sich das antun? Warum sollten Sie so einen Vertrag abschließen? Ich könnte zwar endlos über diesen Ort reden, aber noch besser sind die Gesichter der Kunden, wenn ich ihnen mit einem Schokofrosch eins überziehe. Man lernt das Publikum erst richtig zu schätzen, wenn man keines mehr hat. Na schön. Ich stimme zu. Allerdings mit einem kleinen Zusatz. Hurra! Schluss mit dem unbefriedigenden Herumgepolter im kläglichen Licht. Moment mal, sagten Sie, ein kleiner Zusatz? Ganz recht. Wenn ich einen erfolgreichen Laden mit vielen Kunden führen möchte, müssten Sie Ihr Chaos nach 9 Uhr abends stiften. Wären Sie damit einverstanden? Wären Sie auch mit mindestens 2 Tagen pro Monat einverstanden? Wäre ich. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Wenn es dafür keiner mitbekommt. Gut gemacht. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich muss zugeben, Cassandra hat einen perfekten Spielkameraden aufgetrieben. Na, die wird jetzt was zu hören bekommen. Aber ich glaube, das war wirklich diese Zusatzquest. Die man nur bekommt, wenn man die PlayStation-Version hat. Finde ich voll kacke, dass es sowas überhaupt gibt. Also, nicht die Quest an und für sich, aber dass sie halt nur für PlayStation exklusive ist. Deswegen habe ich dann geguckt, als ich das gehört habe, dass ich eine PlayStation 5 endlich bekomme. Sonst wäre es mir nicht so wichtig gewesen. Ich hatte die Xbox Series X und hätte das Spiel auch auf der Xbox gespielt. Aber ich wollte halt das jetzt dann auch mitgemacht haben. Hallo, Penny? Oh, Penny ist so froh, dass Sie zurück sind. Du wusstest genau, wohin diese Truhe mich führen würde. Penny dachte schon, es würde noch ein weiterer Ladenbesitzer in St. Mungo enden. Noch ein Ladenbesitzer? St. Mungo? Das musst du mir erklären, Penny. Penny, bitte hör auf, die Luft anzuhalten. Sag mir, was los ist. Oh, bitte vergeben Sie, Penny. Penny darf Ihnen nichts erzählen. Ich bin dein Herr. Aber wie kann es sein, dass du mir nichts sagen darfst? Ich habe diesen Laden gekauft. Penny ist verwirrt. Penny dachte, wenn sie zurückkehren, würden sie den Laden besitzen. Du hättest die Wahrheit sagen und dich entsprechend bestrafen sollen. Ich muss jetzt Officer Singer suchen. Penny tut es leid. Penny wollte ihnen alles verraten. Wirklich? Officer Singer wird wissen, was zu tun ist. Penny wird hier warten. Ja, Officer Singer wollte ich jetzt ja nicht drohen, aber ich wollte halt einfach, dass sie mich nicht anlügt. Was Merlin wohl heute konnte. Officer Singer, ich habe etwas erfahren, das Sie interessieren könnte. Ah, schön, Sie zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Cassandra Mason hat mir ihren Laden verkauft und wollte mich dann in einen Spukkerker werfen. Cassandra Mason hat Ihnen den Laden verkauft? Ich bin durchaus in der Lage, einen Laden zu führen. Aber haben Sie den Teil mit dem Kerker gar nicht gehört? Nein, das habe ich auch gehört. Und laut der Hauselfin, die zu dem Laden gehört, hat sie so etwas bereits früher getan. Mehrmals. Ich habe mich schon gewundert. Sie schien große Schwierigkeiten zu haben, Mieter in dem Laden zu halten.
In jedem Fall sind das wirklich schwere Anschuldigungen. Vielleicht sollten wir Cassandra einen Besuch abstatten, um die Sache zu klären, oder? Das wäre mal was. Direkt mal eine Askaban schicken, da geht ja mal gar nicht. Ja, die hat ja schon mehrere Leute dadurch in St. Mungo verfrachtet. Arme Leute, ey. Oh, hallo Ruth. Sie kennen den neuen Mieter also schon? Cassandra, soweit ich weiß, haben Sie Ihren Laden und Ihre Elfin an diesen Schüler verkauft. Er hat mir einige sehr interessante Geschichten über ihre Geschäftspraktiken erzählt. Vielleicht sollten Sie mitkommen. Hinterher! Oh, pass auf, Alte. Ey, ich kann gerade sagen. Ah, ich kann meine unverzeihlichen Flüche gar nicht verwenden. Das heißt doof. Na gut, Incendio brauchen wir nicht. Ja, hier war eins. Incendio und hier. Expelliarmus. Ja, aber schon. Faustig unter den Ohren, die Alte. Mit einem hinterlistigen Schüler keine Geschäfte machen sollen. Darum komme ich ja nicht zu dir nicht durch. Komm einfach nicht. Tja. Warum komme ich nicht durch und warum kann ich keinen Zauber auswählen? Ich will den Zauber. Mein verdammte Scheiße! Ich drücke 100 Mal auf den verdammten Knopf. Mann! Wo war das noch, dass ich lässt Objekte und Gegner schweben? War das jetzt damit? Um dem Sachen zurückzuschleudern? Alter! Protego! Der Riech! Jetzt aber! So, ich muss mal hier ein bisschen was anderes machen. Das war der Maxima, ne? Ja. Alter! Was in aller Welt bringt man ihn heutzutage in dieser Schule bei? Finite. Confringo! Warum kriege ich die Scheiße nicht reflektiert? Mann! Ich kriege den Scheiß nicht reflektiert. Alter, ich will kein scheiß Buch! Warum krieg ich die Scheiße nicht reflektiert? Schon wieder! Ich krieg keinen Scheiß. Schutzschild auf die Kette. Gleich verlassen.
Alter! Protego! Expelliarmus! Confringo! Defendo! Oh! Legioso! Was für ein Arsch! Confringo! Da, okay, ich kann jetzt zwei Schutzschilde hintereinander nehmen. Warum kann die ihr scheiß Schild so lange aufrechterhalten und ich nicht? Protego! Schon wieder! Mann, das war irgendwie erwischt, die Alte. Die war ja grausam. Sie täuschen mich, Cassandra. In Kaserus! Sie wissen nicht, was sie da tun! Ach ja? Ich habe mich immer gefragt, warum sie nie einen Mieter halten konnten. Zugegeben, ein Spukkerker ist mir nie in den Sinn gekommen. Vielen Dank. Sie können zurück zum Laden. Sehen Sie nach der Hauselfin. Sie hat sicher Angst. Miese, verräterische Elfin. Ich hätte es wissen müssen. Silenzio. Meine Güte, ey. Ach, und keine Sorge. Cassandra wird für Sie unverzüglich die nötigen Besitzurkunden über den Laden und die Elfin ausfüllen. Auf Ihrem Weg nach Azkaban. Vielen Dank, Officer Singer. Ich wünsche Ihnen viel Glück als neuer Ladenbesitzer in Hogsmeade. Das hat mich aber richtig Ressourcen gekostet. Weil die ganze Zeit einfach den scheiß Zauber nicht geblockt bekommt. Aber deren scheiß Schild weg. Aber der hat auch einfach nicht reagiert, ey. Das ist, du drückst wie ein Bekloppten die Knöpfe. Interessiert den überhaupt nicht. Ich wollte den Zauber wechseln. Interessiert den nicht. Ich habe da 10-mal drauf gedrückt, bis dann nicht mal einmal das gemacht hat. Ich muss nach einem Einhorn mit strahlend hellem Fell suchen. Nein, das Einhorn geht mir gerade am Arsch vorbei. Ich will jetzt die Elfe recht zur Sau machen. Wo bist du? Ja, auf Boden zu futtern. Penny, ich habe hoffentlich gute Nachrichten. Officer Singer hat bestätigt, dass der Laden jetzt in meinen Besitz übergegangen ist. Oh, das sind gute Neuigkeiten. Penny ist so erleichtert. Penny fiel es so schwer, ihnen die Wahrheit vorzuenthalten. Penny wird für so einen gütigen neuen Besitzer so hart arbeiten wie möglich. Penny, ich habe im Verlies ein Kleidungsstück gefunden, das ich dir geben möchte. Oh, danke, danke. Penny hätte nie gedacht, dass sie mal Kleidung bekommt und eine freie Elfin wird. Sehr gerne. Du hast es verdient. Nee. Natürlich wird Penny bleiben und den Laden weiter für sie führen. Penny, du bist frei. Du kannst tun, was auch immer du willst. Aber... Penny wollte doch immer nur mit einem lieben Menschen einen Laden führen und die Leute von Hogsmeade versorgen. Wenn du das möchtest, Penny, würde mich nichts glücklicher machen. Ich bin wirklich froh, dass du bleibst. Ich wollte loswerden. Ebenfalls. Jetzt müssen sie bloß noch ein Schild für ihren neuen Laden wählen und Penny kümmert sich um den Rest. Ich wollte die loswerden. Kleidsam und Braunwohl, nah und tun. Ach, nein, Naht und Trunk. Ich wähle Naht und Trunk. Also Naht und Trunk. Tolle Wahl. Schauen Sie es sich draußen an. Danke. Ich werde Gegenstände für das Inventar des Ladens sammeln. Ach, und Penny. Wir schließen jeden Abend um 9 Uhr. Zylinder des Ladensbesitzes. Es kann ja nicht sein, dass das jetzt eigentlich nur wirklich die PlayStation-Spieler so eine ganze Questreihe hier bekommen. Oh, vielleicht gibt es heute etwas, das Penny für sie verkaufen soll? Oh, Penny wird das für sie zu einem guten Also ich kann einfach nur meinen Scheiß bei ihr verkaufen. Penny wünscht ihnen eine sichere Reise. Ich kann nicht mit dem Poltergeist nochmal interagieren.
Ein nicht identifizierter Gegenstand. Legendär. Okay. So, was ist denn jetzt hier in der Kasse? Nix. Na gut, aber anscheinend machen wir mit dem Laden nicht sehr viel mehr, als jetzt dann unseren Schrott zu verkaufen. Was also nicht unbedingt nötig ist. Aber egal. Also der Kampf mit der alten, also der ging mir schon ziemlich auf den Nerv, weil einfach nicht funktioniert. Und mein Cursor funktioniert wieder nicht. Was soll denn das hier? Ach, wie ich das hasse. Wenn das so buggy ist, das kann ich hier keine Quest auswählen. Aber das Spiel neu starten. Hilft dir alles nichts. Ach, Mann. Das nervt. So, ich musste auch die PlayStation neu starten. Ich muss natürlich wieder erstmal meine Ausrüstung ändern. Das geht mir so was von auf die Nerven. Was soll denn das? Warum kann das Spiel das nicht mal behalten? So, und warum geht dann immer diese Probleme mit dieser scheiß Zentrierung? Das geht mir auch ziemlich auf den Nerv. Da, Einhorn. Das wollte ich jetzt machen. Mal wieder meine Zauber hier sortieren. Ich hätte vielleicht auch vorher speichern sollen, bevor ich ausmache. Aber ich glaube, das ist anscheinend. Kann man gucken, legendärer Gegenstand habe ich den. Ja. Bei den. Der nicht identifizierte halt. Nee. Hat er nicht gespeichert. Noch mal in unseren Laden gehen. Ist der Knie verkehrt? Dann hier irgendwo? Ich dachte immer, wenn das ist unser Laden. Ist irgendwas mächtiger als die dunklen Künste? Da. Oh, wie schön, Sie hier wiederzusehen. Jetzt haben wir ihn. Das hatte er nicht gespeichert. Aber viel mehr haben wir nicht gemacht, nachdem wir jetzt hier die Quest erledigt hatten. Kaukohl. Dringend wieder auffüllen. Wenn wir dann das Einhorn gemacht haben, sollten wir... Ich muss nach einem Einhorn mit strahlend hellem Fell suchen. Sie scheint in Schwierigkeiten zu sein. Dann in den Raum der Wünsche, bevor wir den Phönix versuchen zu fangen. Was ist denn jetzt hier? Aufgehört zu leuchten. Der Weg. Auf der Minimap unten links. Ich habe schon gedacht, ich wäre an dem Punkt, wo ich hier muss, vorbeigelaufen. Was aber örtlich einfach nicht gepasst hätte. Warum laufe ich eigentlich? Ich kann doch jetzt fliegen. Ja, wir fliegen auch. Ist ein noch sehr viel besseren Besen. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Die Ausdauer gar nicht mehr verloren. Kann ich immer Speed machen.